Hallo nochmal, da sind wir wieder mit der guten Jenny, die eben gedroht hat in Runde 3. Ja, ärgerlicherweise. Ärgerlicherweise, ja. Wir haben gerade nochmal prüfen lassen. Wir hatten in Spiel 1 die Situation, dass dein Gegner, mein Gott, mit Namen ich, Patrick, Genau. Mit der Imp Order, die ihn dann quasi, er war dann genau auf 700 und Die hätte ihn leider wirklich getötet. sie hätte ihn wirklich getötet. Da hatten wir noch Ja. was Falsches gesagt vorher noch, ich noch voller Selbstbewusstsein gesagt, ne. Wenn du dich selbst umbringen würdest, wenn du Kosten erbringst, dann kannst du dich eben nicht umbringen. Ja, es ist halt so, dass er den Effekt nicht aktiviert, sondern dass er halt von selbst kommt. Ja, Ich und hatte es mir auch schon gedacht, aber ich meine, es ist halt Head Judge, ne? also vor, Kann man ja, nicht du machen. hast ja, genau, das muss man auch wirklich dazu sagen, damit du da auch nicht falsch wegkommst bei der ganzen Geschichte. Du hast wirklich den Judge gefragt, hast den Head Judge nochmal als Rückversicherung. Die haben dir beide gesagt, nein, wenn er 700 hat und Imp Order triggert, dann zahlt er einfach nicht. Richtig, ja. Und hinterher hat jetzt der Head Judge anscheinend gemerkt, dass das Ruling tatsächlich falsch ist. Wenn man genau 700 hat, zahlt man sich tot. Wenn man 699 hat, zahlt man sich nicht tot. Richtig. Auch sehr paradox und verwirrend, wenn du mich fragst. Aber gut, was weiß ich denn schon. So, du hast die Windwitches zum Turnier gebracht. Warum das? Sieht man ja nicht so oft. Ja gut, also es ist ja nicht nur Windwitch, es ist ja Ja, so ein mit Gemisch, Kaiju, ne? ja. Mit Kaiju und Umu hat auch mit gemeint, also nur Impo. Windwitches, naja, so Tier Genau, 2 also mit Kaiju. ich sag mal so, wenn die Windwitch-Kombo kommt, dann ist es gut, aber eigentlich spielt man mit Invoked. Okay. Und hast jetzt 2-0 auch gestartet dann heute Morgen? Ja. Wie liefen die zwei Spiele so? Oder Runden? Ganz gut, also ich hatte halt stabile Hände, da kann man mit dem Deck, bei dem Deck halt nicht unbedingt mit rechnen. Das ist halt so der Grund, warum das meistens nicht toppt oder so, weil das halt mega biegt. Ja, und jetzt in dem Spiel ging es halt schon sehr hin und her. Jetzt haben ein paar Leute gesagt, ich glaube, einige Züge waren vielleicht nicht hundertprozentig ideal. Von mir, nee, auf keinen Fall. Also ich war überhaupt nicht gut vorbereitet. Okay. Gerade so Zodiac habe ich ganz, ganz wenig gegen gespielt im Vorhinein. Deshalb war auch meine Ghost Ogre im ersten Spielzug total falsch. Also im Nachhinein Ja, gesehen da haben war auch ein die paar war Leute gesagt, ich glaube, die hätte man zu einem anderen Zeitpunkt richtig, die hätte ich abwerfen viel, können. viel später abwerfen müssen. Das wäre viel, viel besser gewesen. Aber wie gesagt, ich war halt nicht so gut vorbereitet. Aber gut, du hast jetzt quasi dann auch reflektiert, hast was mitgenommen und dann gehen wir mal davon aus, dass es in den folgenden Runden immerhin besser für dich Ich denke laufen auch, wird. ja. Also das ist ja auch wichtig. Es gibt auch Leute, die sagen so, naja, okay, ist nicht gelaufen, dann ist er egal. Ja, Und nee. dann fragt man sich so ein halbes Jahr später, hat er sich irgendwann mal verbessert, der Spieler, und stellt meistens fest, leider nein. Deswegen, immerhin, ja, finde ich auch wichtig, dass man sagt, okay, ich habe da einen Fehler gemacht, ja. So, wir haben auch über deine Seite geguckt und haben da auch gesagt, also eigentlich ist da jetzt gegen das Deck nicht so unendlich Das viel sind auch nur dabei. 10 Karten. Ja, wie kommt das denn? Wieso spielt du nur 10 Karten im Side-Deck? Ich wusste einfach nicht mehr, was ich noch reintun soll. Also ich habe Achso, das okay. Deck relativ spontan gebaut und da ich sehr viel John Main spiele, was normalerweise im Side ist, sowas wie Beria, Raigeki, Darkhold, ich spiele ja auch fast alle Kaijus schon im Main, wusste Ja. ich einfach nicht, was ich noch reinmachen soll. Da habe ich halt gedacht, 10 Karten. Also auch Secret Village die ist da zwar drin, aber ich glaube nicht, dass ich sie boarden würde, weil Was das hast du denn ist. dann überhaupt noch gebordet? Ich habe jetzt bisher in den letzten Spielen immer nur das mit den Kaijus gebordet. Also noch den dritten Slumber und noch zwei weitere Kaijus. Okay, also bist voll auf Kaiju-Modus gegangen. Ja. Okay, ansonsten, wir haben natürlich eine super Szene gesehen im ersten Game mit der Spiegelkraft. Wie fühlt man sich da, wenn das passiert in einem Feature-Match, wo man sagt, ja, das kann ich auf jeden Fall schon mal auf mein Highlight-Reel packen, wenn es dann später mal eins gibt? Ja, das ist schon cool, weil es ist halt schon, man darf halt nicht gierig sein bei Yu-Gi-Oh!, das ist wichtig. Und was sollte ich mit dem gammeligen Glöckchen da? Das eine, das juckt mich ja nicht. Also habe ich mir gedacht, hebst du dir auf und dann hat es halt wirklich gut funktioniert. Dann Also ist er Umut war halt reingegangen. auch so, ne? Der war halt auch da gesessen und hat am Anfang noch, der Patrick Hoffmann, der macht keine Spielfehler, Patrick Hoffmann ist ein super Spieler, Patrick Hoffmann toppt fast immer und so weiter in einer Tour. Und dann kommt diese Spiegelkraftsituation, nicht so, was hast du mit Patrick Hoffmann gesagt und so? Und na gut, aber die sieht ja auch, glaube ich, niemand kommen, oder? Also die wird ja heute noch so einige Opfer fordern. Ja. Ja. Also gerade die normale Spiegelkraft wird, glaube ich, nicht mehr erwartet. Das stimmt, ja. Meistens ist es irgendeine Variante von der Mirror Ja. Force, ja. Okay, jetzt sagst du hast das Deck relativ spontan gebaut. So unendlich viel hast du dich auf das Turnier quasi dann nicht vorbereitet. Nee, nee. Nö. Was ist dann die Erwartung fürs Turnier? Also es wäre ganz schön, wenn ich Tag 1 beende mit quasi einem positiven Ergebnis, also dass ich mehr gewonnen als verloren habe, das finde ich, Okay, wäre ich also schon du setzt zufrieden. schon ein bisschen, du stapelst ein bisschen tiefer, würde ich mal vorsichtig behaupten. Ja, also Tag 2 ist mit dem Haufen schon echt kritisch, Mit dem gerade Haufen, Anna. weil das Sideboard halt überhaupt nicht gut ist. Okay, also ich muss zugeben, das ist, glaube ich, die selbstkritischste Aussage, die ich jemals in irgendeinem Interview gehört habe. Dafür auch Respekt. Muss man erstmal fertig bringen, dass man sagt, naja, also der Haufen, der macht halt quasi nichts. Na gut, aber immerhin jetzt hast du schon mal die Pläne durchkreuzt von einem, der
vermeintlich besseren Spieler. Also der Patrick ist wirklich, wirklich relativ erfolgreich so im Schnitt. Nee, also es würde, der ist auf jeden Fall besser als ich. Also rein spielerisch ist er auf jeden Fall besser als ich. Es ist halt blöd gelaufen für ihn. Auch das mit dem Timeout, dass sich das so ewig gezogen hat, ist halt ungünstig für ihn. Ah, hier kommt ja auch beide nichts dazu. Also im ersten Spiel war es auch so, dass ich, wir haben die Uhr laufen gehabt und irgendwann sagt die Uhr, es sind noch 32 Minuten vorbei oder 30 Minuten vorbei und ich denke so, wirklich? Also ich habe es nicht gemerkt. Es war nicht das schnellste Spiel, aber es kam jetzt einem nicht so vor, als wären wirklich 30 Minuten vergangen. Wir haben es beide nicht drauf eingelegt irgendwie jetzt. Nö, also das würde ich auf jeden Fall nicht sagen, sondern das hat schon einen Fluss gehabt, das Spiel, nur es war dann plötzlich war die Zeit weg, wie es halt so passiert, ja. Na gut, also mit dem Draw ist jetzt nicht die beste Ausgangsposition, ist aber auch nicht die schlechteste Ausgangsposition, muss man ja auch sagen. Also ich würde ja behaupten, du musst jetzt mal als Ziel so ein bisschen, du bist dann quasi so ein Spiel nach dem anderen. Machst du das ganz langsam oder sagst du dir, ich blicke in die Zukunft und sag, wenn am Ende des Tages positives Ergebnis ist, dann ist alles cool. Ja, also positiv, das peile ich schon an, aber dass da mehr bei rumspringen wird, denke ich nicht. Also, wie gesagt, bisher hatte ich halt immer Glück mit meinen Starthänden, ich glaube nicht, dass das so bleiben wird. Okay. Irgendwann sind dann einfach 5 Kaijus auf der Starthand und dann kann man nichts machen. Dann passiert es einfach mal. Genau. Na gut, dann nimmst du das in Kauf, ist aber auch in Ordnung. Manchmal kommt man auch auf so ein Turnier, um mal Spaß zu haben. Und bisher scheinst du ja auf jeden Fall viel Spaß zu haben. Ich glaube, die Stimmung am Tisch war jetzt eben auch nicht so schlecht. Also nein, wir haben uns super verstanden. Okay, ja, na das ist doch auch cool. Dann schließt man ein paar neue Freundschaften und so. Was weiß ich, was man noch so macht. Tauscht ein paar Karten oder so. Genau. Auch nicht so verkehrt. Super. Ja, dann vielen, vielen Dank, Jenny. Ja, ich hab danke. Weiterhin viel Glück. Danke, ja, danke. Das ist dann auf jeden Fall mindestens fürs positive Ergebnis reicht. Da würde ich mal sagen, da legen wir uns mal fest, das passiert heute. Und das ist dann vielleicht sogar für Tag 2 reicht, wer weiß. Wenn so richtig durch. Du gibst mein Bestes, sehr gut. Würde mich auf jeden Fall freuen, wenn wir nicht nochmal ein Feature-Match haben. Jungs und Mädels, Umut hat es ja angekündigt, den Patrick werden wir auch mal featuren, allerdings nicht hier in der Feature-Match-Area, sondern wir lagern den aus, ab nach Italien zu Gio, auf seiner einsamen Insel, das sieht wirklich so aus, wenn er hier auf dem Turnier wärt. Er hat so einen einzelnen Tisch, wo er quasi seine Sachen aufnimmt im Vorraum. Dort würde er mal so ein bisschen ein Spielerinterview machen, vielleicht mal über das Deck schauen und so weiter und so weiter. Ansonsten, der ist jetzt fleißig am Editieren, wir kriegen jetzt Fingers crossed, sagt er im Englischen, also wir drücken die Daumen. Auch bald mal Input von dem guten Chio. Hat ein paar Highlight-Reels, wo er so mal durch die Gegend fährt mit der Kamera, euch ein paar Impressionen gibt, wie voll denn diese Halle wieder mal ist. Wir haben ja 950 Spieler heute, so ungefähr, Pi mal Daumen. Also es wird noch einiges geben an Features, es wird nicht immer nur dieses Standbild geben, damit wisst ihr Bescheid. Jetzt gibt's aber ironischerweise trotzdem erstmal wieder ein Standbild, bevor wir dann wieder zurück sind mit dem nächsten Feature-Match.